Hast du eigentlich was klar gemacht bei Olivia? Ey, willst du die Chica haben oder nicht? Klar will ich. Ja, dann musst du langsam mal was machen, ganz ehrlich. Mädchen stehen auf Macher und nicht auf Schwätzer. Okay, du nervst. Hey, sei lieber nett zu mir, okay? Ich habe nämlich die Lösung für all deine Probleme. Ja, wie hört sich das für dich an? Romantik, Sterne, große Wagen. Hab keinen Führerschein und kein Auto. Ja, brauchst du auch nicht. In der Sternwarte. Das klingt nach Astro-Nerds und Langeweile. Ja, aber nicht, wenn es im privaten Date mit dir und Olivia ist. Wo hast du den denn her? Ja, meine Großtante hat eine Nichte, die hat einen Cousin gewohnt in der WG und kennt einen Hausmeister von der Stelle. Krass. Ja, und deswegen musst du was draus machen, ey. Das ist deine Chance. Okay? Danke. Petra, ich, also, wir alle wollen uns bei dir entschuldigen für das, was in den letzten Wochen passiert ist. Die Gerüchte, das Misstrauen und vor allem die Ausgrenzung. Es war nicht fair. Und vor allem war das nicht Einstein. Tut uns total leid. Voll. Und die Sache mit deinen Klamotten im Internatshof, das war erst recht das allerletzte. Wir haben deine Sachen übrigens gewaschen und sie dir aufs Zimmer gebracht. Danke. Wir hoffen, dass du uns verzeihen kannst. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ganz einfach. Entschuldigung angenommen, ihr Dumpfbacken. Wollen Sie den Termin im Bundestag jetzt immer noch sausen lassen? Immerhin bekommen wir eine Ehrung. Ist mir im Zweifelsfall egal. Schüler müssen lernen, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Und davon abgesehen habe ich nie daran gezweifelt, dass die Fahrt stattfindet. Ach ja? Hallo! Sag mal, haben die sich eigentlich noch mal wegen dem Modeljob gemeldet? Und? Sie würden mich nehmen, wenn ich 3 bis 5 Kilo abnehmen würde. Nein, oder? Ich habe mich dann spontan gegen das Model-Ding und für den Nachtisch entschieden. Ja, gut. Du, ich fahre übrigens mit nach Berlin. Du warst doch gar nicht in der Gewinnergruppe. Nein, aber ich bin die offizielle Vertreterin vom Express. Ich soll das Ganze filmen. Hammer. Richtig cool, ein ganzer Tag in Berlin. Und mit Lennart. Naja. Ich weiß nicht so, ob der so mit mir redet. Ich habe ihn ziemlich angemotzt. Ich war eine richtige Zicke. Olivia? Hi. Oh. Hi. Hast du kurz Zeit? Ja, was gibt's denn? Nachtisch, ich hol mir mal einen Löffel. Bis gleich. Hättest du vielleicht Lust, heute Nachmittag zum gerne Sterne gucken? Heute Nachmittag Sterne gucken. Ja, das müsste dann ein bisschen später sein. Ja, klar. So, um 5 an der Sternwarte? Okay. Bis dann. Tschüss. Wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin. Ja, und du leider nicht, ne? Ja, für euch doch auch. Berger hat doch die Fahrt gecancelt. Hat er nicht. Ich fahre nach Berlin und mach das, was Orkan will. Dann hat sich die verlogene Schleimerei beim Aufwurf wohl gelohnt. Ihr Arschkriecher. Du bist doch nur neidisch. Berlin ist mir scheißegal. Ja, würde ich auch sagen. Ich hab was viel Besseres in Aussicht. Kalifornien. Fette Partys und Fame. Wow, fette Partys, Fame, Stars, das kenne ich doch alles schon. Ich mach bei einem Wettbewerb mit, du Honk. Wenn ich meine Drohne aufgemotzt habe, dann geht's zum Finale und warte, wo ist das? Ich weiß nicht. In Amerika. Katja hat sie voll reingelegt, mit dieser gefakten Berlin-Aktion. Als ob sie da allein auf irgendeiner Kreuzung stranden würde. Heftig. Die tut echt alles, um an ihr Ziel zu kommen. Ich wusste, dass diese Ego-Kuh wieder irgendeine krumme Nummer abzieht. Und so eine Schülersprecherin. Und Mila hat ihren Plan natürlich überhaupt nicht gecheckt. Genau wie bei Petra. Diese ganze Arschkriecherei hat sie nur gemacht, damit die Reise nach Berlin nicht abgesagt wird. Und jetzt hat sie sich auch noch Milas Ticket gesichert. Aber damit kann sie doch nicht einfach durchkommen. Hey, cool, was geht denn hier ab? Geht dich nichts an, Kleiner. Schieb ab. Aber könnte ich vielleicht nicht machen? Aber hau ab. Ich
find's echt übel, dass Kathi da jetzt mitfährt. Wird sie nicht. Wir haben diesen Zirkel hier gegründet, um Ungerechtigkeiten aus dem Weg zu räumen. Und das werden wir auch. Ein Stein wird zum Fels. Ein Stein wird zum Fels. Boah, da will ich unbedingt mal hin, guck mal. Luisa, kannst du dich mal bitte konzentrieren? Wir sind jetzt ein Team, unser Referat muss perfekt werden. Ach, ja. Scheiße. Was für eine Scheiße. Wer war das? Das ist meine Zukunft. Der Wettbewerb. Du, Simon, es tut mir total leid. Halt deine Klappe. Du warst das? Sag mal, spinnst du? Die Dinger sind schweineteuer. Teuer? Das Billigteil kann doch nicht mal richtig fliegen. Du fliegst gleich richtig. Martha, komm bitte mit. Lass mich los! Wir sprechen uns noch. Mit dem Ding hättest du eh keinen Wettbewerb gewonnen. Oh Mann, du tust mir weh! Guck mal, das ist voll ausgeleitet. Martha, es reicht! Wie jetzt? Kommt jetzt gar kein Menno-Zwerg? Ja, es hat sich ausgezwergt. Ich hab echt die Nase voll von dir. Das meinst du doch gar nicht so. Deine dämlichen Sprüche, deine dämlichen Streiche, deine Scheißausreden! Ich weiß echt nicht mehr, was ich mit dir machen soll. Na, mich in Ruhe lassen. Damit du wieder von irgendeinem Hochhaus baumelst, wieder Barhocker ansiegst, Drohnen klaust und schrottest. Und das ist doch nicht dein Problem, verdammt. Sag mal, hast du es eigentlich immer noch nicht kapiert? Mama und Papa verlassen sich hier auf mich, dass ich aufpasse, dass du keine Scheiße baust. Und dann sowas. Irgendwann reicht's mir, Martha. Ich habe ihnen bis jetzt noch nichts gesagt, aber irgendwann. Irgendwann ist auch bei mir ein Limit erreicht. Du willst petzen? Das kannst du doch nicht machen. Die nehme ich doch vom Einstein. Ja, ist vielleicht auch besser so. In Berlin ist so viel los, ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Der Flohmarkt am Mauerpark, der ist echt der Hammer. Die Vintage-Mode, also unbeschreiblich. Ich hoffe nur, dass er nicht nur sonntags ist, das wäre echt doof. Und Friedrichshain, also da sind ja sowieso die angesagtesten Läden. Obwohl, Neukölln soll ja gerade auch total in sein. Weißt du was? Vergiss es. Ich gebe mein Berlin-Ticket nicht wieder ab. Muss verrecken nicht. Du kannst hier noch so lange in deinem dämlichen roten Kapuzenteil sitzen. Ihr seid echt so lächerlich. Nicht beachten eines roten Signallichts und Sachbeschädigung macht 450 Euro. Plus Beamtenbeleidigung. Was? Hm. Oh Gott. Naja, an den Kosten beteilige ich mich natürlich. Ich war ja auch mit dem Auto. Ja, wenigstens ist Walter nichts passiert. Walter? Na, mein Wackeldackel. Ich bin schon Stunden mit meiner Drohne gebastelt. Copter meinst du? Ja, genau. Ja, hallo. Hallo. Ich bin Frau Rottbach. Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Ich bin Dodo. Ich gehe eigentlich nur zur Schule. Schiller. Dodo. Das ist aber schön, dass du mal vorbeikommst. Na, du kommst ja vielleicht jetzt öfters, nicht? Schon krass, dass du dich als Mädchen hierfür interessierst. Statt blöder Sprüche solltest du dir mal lieber was für einen Wettbewerb einfallen lassen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein Copter, der selbstständig Gebäude abfliegen, scannen und vermessen kann. Du schmutzt. Nur ein paar Krümel, Mann. Stell dich nicht so an.
Okan, kommst du? Ich kann gerade nicht, ich esse. Entschuldigung. Ich will mich jetzt hier aber nicht vor eins zum Horst machen. Hier ist keiner, kannst einfach kommen. Passt das? Offensichtlich nicht. Das Shirt ist zu weit, die Hose ist zu eng. Außerdem solltest du gegen deine fettigen Haare ein Spezialshampoo benutzen. Die sind nicht fettig, das ist Haargel. Mann! Warum hat Nele nicht ihre Klappe gehalten? Dann wäre alles gut. Gerade war ich jetzt Lennart los und schon ist wieder Alarm. Mann, der wird sogar unseren Eltern sagen. Echt? Wenn die herausfinden, was ich hier alles verbockt habe, bin ich hier schneller runter, als die Drohne gegen die Wand geklatscht ist. Alter, es ist Sommer. Schwarz wird in Deutschland traditionell zu Trauerfeiern getragen. Wie auch in Mitteleuropa und Nordamerika. Warum kann ich einfach Orca mein Bruder sein? Dann wäre alles easy. Naja, so schlimm ist Lennart nur auch wieder nicht. Der bügelt sogar seine Unterwäsche. Hey, geil, Checker-Style. Hast du vor 20 oder 30 Kilo zuzunehmen? Ansonsten ist ein derartiger Textilüberschuss unlogisch. Nein, Mann, so kannst du hingehen. Nein, kann er nicht. Was ist mit dir? Seit wann hast du überhaupt neue Klamotten? Projekt 16. Mann, der kann mir hier nicht einfach alles kaputt machen. Martha, warte. Komm mal wieder runter. Du musst ihn einfach nur anbetteln. Lenny, es tut mir alles so leid. Und ich mach das auch echt nicht nochmal. Versprochen. Ich hab dich lieb. Für eine Einladung zum Tee bei der Queen ist das ein passendes Outfit. Ja, du bist total pünktlich. Hm. Voll schön hier. Wollte ich schon immer mal hin. Tolles Kleid. Danke. Cooler Hut. Wollen wir? Ja, okay. Den kannst du vergessen. Sicher? Sicher. Also brauchen wir zwei Neurotoren. Und einen neuen GPS-Empfänger. Eine hochauflösende Kamera und eine ordentliche Bodenstation. Die Basics halt. Heftig. Aber machbar. Ey, du hast es total drauf. Danke. Bist du dabei? Wobei? Na, beim Wettbewerb. Wenn wir in den Endausscheid kommen, geht's ab nach Kalifornien. Zum Finale. Nee, sorry. Das geht leider nicht. Wie, es geht nicht? Meine Eltern finden, dass sowas Zeitverschwendung ist. Ey, mach nicht so einen Krach, Mann. Hier ist auch ganz chill so. Weißt du, wo die Schiller ist? Sie ist eben mit ihrer Schrottkarre weggefahren. Mist. Was hast denn du da? Keine Ahnung. Kaputt. Ja, da fehlt ein Rad, ne? Ja, so weit war ich auch schon. Kinderspiel. Das ist ein Taschentuch oder so? Ja.
Du, Orkan, weißt du vielleicht, wo Lennart ist? Ist alles okay bei dir? War das sehr mädchenmäßig? Volle Pulle. Und seit wann bist du denn überhaupt so ein Mädchen? Ist doch egal. Wo ist denn Lennart? Sterne gucken. Haha, witzig. Ist es wichtig? Ja, Lenny ist mit seiner Süße in der Sternwarte und will nicht gestört werden. Das heißt, aber die Sternwarte ist doch gerade geschlossen wegen Urlaub. Ja, nicht, wenn man Connections hat. Soll das jetzt etwa heißen, dass Lennart da eingebrochen ist? Quatsch. Der ist nur gucken, ob alles okay ist. Öffnungszeiten ist sowieso was für Weicheier. Das ist Mädchenklo. Ist dir das bewusst? Warum verfolgt mich eigentlich immer einer von euren komischen Kapuzenheinis? Weißt du, du kannst deinem Oberweihnachtsmann sagen, dass ich keinen Bock auf den Scheiß hab. Das wird mir alles zu blöd. Wisst ihr, wenn ihr denkt, dass ihr mich hier irgendwie fertig machen könnt, dann habt ihr euch geschnitten. Richtig cool hier. Das ist ganz nett, ne? Sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Also, dass wir beide jetzt hier... Betriebsgeheimnis. Oh, guck mal, wie cool. Das ist alles schwarz. Ja, ich muss auch noch das Dach aufkurbeln. Oh. Alles gut? Ja, alles gut. Hallo? Ist hier jemand? Da. Typisch Mark. Hallo? Ohne könnte auch kleinere Schäden am Dach erkennen, ja? Klar, der Kopf ist bereit, alles abzuscannen. Aha. Ja, damit uns nicht wieder sowas passiert wie letztes Jahr. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Mhm, finde ich auch. Also, ich habe nichts dagegen, wenn ihr fürs Einstein an diesem Wettbewerb teilnehmen wollt. Cool, aber das müsste alles als offizielles Schulprojekt laufen. Und darf nicht freiwillig sein. Wieso das denn? Dodo, also ihre Eltern, erlauben mir nicht mitzumachen. Aber die jetzt voll drauf. Na gut, dann müsst ihr eben noch mal fragen, ob sie nicht ausnahmsweise mal am Nachmittag ein bisschen länger bleiben darf. Vergessen Sie es, die Eltern sind zu streng. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht einfach ein offizielles Schulprojekt ins Leben rufen. Bitte. Außerdem, von Lügen halte ich nichts, tut mir leid. Aber ohne Dodo kann ich den Wettbewerb gleich knicken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Eltern wirklich so uneinsichtig sind. Aber ich hab Ihnen doch gesagt, die Eltern sind viel zu streng. Sag mal, was ist denn das für ein Ton? Haben Sie das gehört? Ja, er brennt halt für seine Sache, das kennst du doch. Lennarts Ansage ist schon echt heftig. Ja, vor allem, er labert mich voll, was für krass doofe Sachen ich ja mache. Und selbst macht er sich die Sternwarte für ein Date mit Olivia klar. Die haben bestimmt gerade voll Spaß. Ja, und ich kann schon mal die Koffer packen. Meinst du echt, er sagt das euren Eltern? Der wird gar nichts sagen. Was hast du vor? Jetzt lasst mich doch endlich in Ruhe! Okay? Hört auf, bitte! Berlin. Viel Spaß. Wieso hast du jetzt deine Meinung geändert? Kann mir doch egal sein.
Oh, hey, ich hab dich gar nicht bemerkt. Du hast so einiges nicht bemerkt. Glaub bloß nicht, dass ich für dich hier irgendwas geändert hätte. Ich verstehe nicht ganz. Ihr wart doch heute früh noch so nett. Nett, ja? Gott, du bist echt noch blöder, als ich dachte. Das war doch nur eine Show, damit Berger die Berlin-Tour nicht abbläst. Verstehst du es nicht? Niemand mag dich. Du wirst immer Remos kleiner, mieser Maulwurf bleiben. Und keiner will dich hier haben. Keiner. War echt lecker. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Was soll das denn heißen? Okay, nur du. Nein, du. Ladies first. Okay. Auf Nachtisch? Nachtisch? Naja, Sterne gucken. Ach so. Ja, gerne. Oh, das musst du dir angucken. Siehst du den großen Wagen? Keine Ahnung. Aber guck mal da, das ist eine Sternschuppe. Was hast du dir gewünscht? Das darf ich dir doch nicht sagen. Sonst geht das nicht in Erfüllung. Morgen.